Ad Homes, Freunde, wie wir euch versprochen haben, haben wir gedacht, wir nehmen nächste Immobilie barfuß auf. Auch so kann man verkaufen, man muss sich den Gegend anpassen. Es ist sehr, sehr warm, es ist, ich glaube, eine Wollsocke nicht angebracht. Okay, es geht um die Immobilie, wir befinden uns in Demirtas. Wir sind in einer beliebten Anlage für die Deutschen, wurde von Irländer gebaut. Nicht Irren, also Irren kann man auch sagen, die irren sich selten. Die Anlage ist wunderschön, weil man hier versucht hat, behindertengerecht zu bauen, mit Rollstuhl, Hochfahren und so weiter. Hat man versucht, ist noch nicht 100% vollzogen, aber riesen Poolanlage, eine Oase. Ihr habt so viel Grünfläche, ihr könnt eigentlich euch ganzen Tag in diesem Garten aufhalten, aber wir werden zeigen. Plateau ist flach, man hat von hier mehr Blick, auch das werden wir zeigen. Die Dame hat jetzt gerade gesagt, 700 Tele ist Eidat. Die Immobilie ist 145 Quadratmeter, 2 plus 1, 2 Balkone, 5. Stock, Aufzug ist vorhanden, Generator ist vorhanden, Pförtner, also Sicherheit ist vorhanden, auch wenn ihr kauft und nicht immer hier seid, braucht ihr keine Angst haben, dass in eurem Wohnung eingebrochen wird oder was anders passiert. Ich lasse Jenny vorgehen. Wir haben heute vorgenommen, von Schlafzimmer anzufangen und Wohnung wird verkauft, komplett möbliert. Alles, was ihr seht als Möbel, bleibt hier. Persönliche Sachen kommen. Klimaanlagen sind auch drin. Ja, wir sind obersten Stockwerk. Rohläden sind drin, auch von außen, wie ihr seht. Ansonsten grandiose Bergblick nach vorne. Jenny, Zeit nehmen. Ja, ich gehe lieber auf die Seite, weil hier auch immer leichter Wind da ist. Ein bisschen mehr als leicht. Deswegen müsst ihr so denken, dass ihr bei 40 Grad Hitze hier keine Probleme habt, auf dem Balkon zu sitzen, weil immer eine Brise Meerluft euch erfrischt. Schaut euch mal diesen Poolanlage an, Freunde. Als Kind hätte ich davon geträumt, dass meine Eltern so eine Anlage irgendwas besitzen. Rutschen sind da, Fußballplatz ist da, Spielplatz ist da. Man kann Volleyball spielen, Schwimmbad, Fitnessstudio, Hammam, Sauna. Also eine sehr, sehr gut intakte Anlage. Man könnte 7 Sterne Anlage bezeichnen. Und jetzt gehen wir rüber zum zweiten Zimmer. Die Eigentümer des Wohnungs jetzt haben diese Zimmer als Office-Zimmer genutzt. Hier hat man nochmal eine Sitzfläche gemacht. Aber wenn man ein Kind hat, kann man hier locker ein Schlafzimmer machen. Und dieses Zimmer ist wirklich sehr, sehr groß. Also ich muss sagen, die Länge ist bestimmt 8 Meter mal 4 Meter. Das wären 32 Quadratmeter Schlafzimmer. Hier hat man dann sein Office vorbereitet. Wenn ein PC hier reinkommt, kann man hier arbeiten. Junge Familien, die Homeoffice machen wollen, sind hier willkommen. Man hat hier natürlich auch Internet. Was mir auch gefällt, ist diese Schiebetür. Ist viel praktischer, finde ich, wie wenn man immer wieder diese Türen aufmacht und Platz verschwendet. Wie ich euch gesagt habe, befinden wir uns in einer Duplex-Wohnung. Auch die Wände hat man gestaltet nach eigenem Geschmack. Wenn euch nicht gefällt, ist auch das zu ändern. Dann gehen wir in das Badezimmer oberen Geschoss. Wir haben eine sehr, sehr geräumige Dusche mit Überputz, Armaturen bestückt. Ansonsten sind die Fliesen auch sehr, sehr stilvoll. Was sagst du, Jenny? Auch das haben wir noch nie gesehen. Man muss nicht immer Schränke bauen. Schaut euch das an. Also sehe ich wirklich zum ersten Mal. Handtuchhalter. Und dann hier natürlich riesen Waschtisch. Schöne Waschbecken. Diese Sachen gefallen mir. Und
je mehr Immobilien ich aufnehme, desto mehr sehe ich, desto mehr Kreativität bekommt man. Auch hier hat man eine Schiebetür. Wow, Jenny, wie leicht die geht. Mach mal bitte auf. Also die kannst du locker mit halbe Finger aufmachen. Das hat man auch stilvoll gemacht. Ansonsten zeig mal bitte die Wände und so weiter. Es ist richtig sauber. Wir haben hier Immobilien verkauft, die waren Erstbezug. Da musste man wirklich noch einiges machen. Unsere Kunden werden jetzt auch das sehen, diese Video, und werden uns auch recht geben, dass die viel machen mussten. Aber die haben dafür günstig bekommen. Hier hat man nochmal eine Eckdusche, schöner Waschtisch. Das ist eine Lüftung, Lüftungsraum, Lüftungsschacht. Was interessant ist, die Leute haben sich wirklich Gedanken gemacht. Schau mal, haben sogar in Gold gestrichen, besprüht. Dann sind wir von hier reingekommen, wie wir gesagt haben, 5. Stock, da ist Aufzug vorhanden gewesen. Und von hier kommt man dann in das Wohnzimmer. Wohnzimmer, Wohnbereich ist hier. Und ich mache mal Fernseher aus, wenn ich das schaffe. So, die haben hinten ein Fernseheck gemacht, Klima ist drin, Fernseher ist drin, Beleuchtung nach eigenem Geschmack, zwei stilvolle Couchgarnituren. Und dann Hälfte des Zimmers ist natürlich die Küchenbereich. Küchenbereich hat man mit Laminat gemacht. Küche ist komplett, Freunde. Gasherd, Spülmaschine, Dunstabzug natürlich und ein alleinstehender Kühlschrank. Ansonsten die Beleuchtung, auch eine indirekte Beleuchtung ist hier Pflicht, wenn man fernsieht, dass man nicht geblendet wird von eben irgendwelche Strahlenlicht. Und sonst hängen auch manche Sachen. Also die Lampen hast du auch gezeigt, Jenny? Ja. Okay, das ist Hauptbalkon, auch sehr groß. Ich glaube, die Balkone sind mit eingerechnet. Auch dieser Balkon ist so lang, wie Wohnzimmer ist, und Breite ist ungefähr 2,5 Meter. Man hat hier, wie ihr seht, für 4 Personen sehr, sehr leicht Platz. Und da hätte man noch was machen können, da hätte man was machen können, aber da kann man ja Wäscheständer hinstellen. Ansonsten, Jenny, Raumdemontage, flache Gebiet, man kommt mit Auto, mit Fahrrad sehr, sehr gut in. Unsere Freunde haben hier sogar Fahrräder gekauft, die erledigen vieles mit Fahrrädern. Ist nicht leicht bei der Hitze, aber die schaffen das. Ansonsten, Riesenpool-Landschaft, zeig nochmal bitte diese grüne Oase. Wer sagt, ich möchte mich sicher fühlen, ich möchte auch ein paar Leute haben, die meine Sprache sprechen, mit dem ich kommunizieren kann. Ich bin allein, vor allem für die Menschen, die allein sind. Die können hier sofort Anschluss finden, Deutsch sprechen. Sogar der Verwalter des Geländes hier ist deutschsprachig. Wir haben unten sogar auf einen Zettel gelesen, dass die um 10 Uhr in der Früh Aquaerobik machen. Auch das finde ich gut, wenn alle gleiche Richtung blicken, Freunde. Das heißt, schön leben, gesund leben, gut essen, frei von Finanzamt, frei von Druckmittel, GEZ-Gebühren, frei was weiß ich was, ja, Strafzettel für die Autos. Wir haben da hingestellt auf dem Gehweg, wir wissen ganz genau, dass da nicht mal ein Cent Strafzettel kommt. Das ist eine gewisse Freiheit. Diese Immobilie, was wir euch präsentiert haben, 2+1, zwei Balkone, zwei Badezimmer, einmal oben, einmal unten, möbliert, alles drin. Ihr könnt eigentlich einen Koffer nehmen und herkommen, in einem Koffer vielleicht Geld mitnehmen, in anderen Koffer euren persönlichen Sachen, das heißt 4 Unterwäsche und viel Zeit. Dann könnt ihr euch hier ansiedeln und glücklich werden. Hier ist von Alanya ungefähr 7-8 Minuten mit Bus oder mit Auto, wenn man Bus drin ist, nicht wenn man auf den Bus warten muss. Und Jenny hat vorhin gesehen, dass diese Busse auch mittlerweile Demirtas reinfahren. Geschäfte sind hier, man kann hier einkaufen. Ich will ein bisschen Randinformationen geben, Jenny, dass die Leute
mehr Ahnung haben. Ansonsten Stellplätze sind hier unten, sogar Schattenplatz da vorne. Und ihr seid, wenn ihr Hof reinfährt, gleich zweite Block. Das heißt, ihr müsst auch nicht im Gelände so weit rumfahren, dass ihr in euren Haus könnt. Diese Immobilie kostet, Freunde, wie wir immer vorgehen, wir wollen nicht immer das oder dies sagen, 177.000 Euro Verhandlungsbasis. Wir sagen vornherein, sonst hätten wir 180, 185 gemacht, machen wir nicht. Die Verhandlungsbereich ist sehr, sehr klein, aber ist vorhanden. Wer Interesse hat, schreibt uns an. Wir leiten die Kontaktdaten an die Besitzer und man setzt sich auf einen Tisch und da kann man nochmal ernsthafter verhandeln. Es ist halt so, wie es ist. Wir haben teilweise günstiger die Wohnungen gehabt, aber die Leute haben einrichten müssen, Elektriker holen müssen, Iskan holen müssen, was weiß ich was. Hier ist alles getan und das kostet. Vor allem zurzeit, glaube ich, haben wir weltweite Explosion an Preisen. Vor allem, wenn ihr sagt, Gaspreise und das und dies will ich in Deutschland nicht erleben, kauft ihr hier eine Wohnung, wenn ihr ein bisschen Taschengeld habt, verbringt hier. Ansonsten, ihr seht auch Balkon und so weiter, putzt alles gut. Ich möchte auch diese Preise nicht rechtfertigen müssen, Freunde. Die das zu viel finden, sollen andere Videos anschauen. Die passend finden, sollen uns anrufen. Die noch teurer, noch größer, noch besser, noch was weiß ich was wollen, die sollen abwarten, was noch nächste Zeit kommt. At Homes, bis bald.